Heute gehen wir in den Wald ein paar Bären sammeln, Freunde. Nein, aber mal im Ernst, beim letzten Minecraft 1.14 Feature Voting waren die Bärenbüsche klar die Sieger. Also im heutigen Video erfahrt ihr alles, was man zu diesen neuen Büschen im Tiger-Biom wissen muss. Dranbleiben lohnt sich und viel Spaß, Leute. Mit dem großen 1.14 Update wird natürlich auch die komplette Tiger als erstes Biom sozusagen geupdatet. Also neben Füchsen und dem Lagerfeuer, die es leider noch in keinen Snapshot geschafft haben, wachsen ab sofort auch diese kleinen Süßbärensträuche in dem wunderschönen Tiger Biom. Doch gibt es überhaupt so viel, was man über diese kleinen Büsche wissen muss? Ich glaube, ihr werdet euch wundern, aber gibt es tatsächlich, muss ich sagen. Bevor wir allerdings starten, vergesst nicht wie immer oben rechts beim Video Voting für das nächste 1.14 Feature abzustimmen, welches wir uns dann als nächstes haargenau anschauen werden. Ebenso, sollte euch diese 1.14 Feature Serie an sich gefallen, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben, würde mich ebenso sehr, sehr freuen. Außerdem basieren meine Fakten weiterhin auf den Snapshot 18W50A, also sollte sich aufgrund von zukünftigen Versionen oder Snapshots irgendwas geändert haben, bitte köpft mich nicht. Jedenfalls Bären in Minecraft, Freunde. Früher reine Fantasie, heute einfach mal tatsächliche Wirklichkeit. Diese süßlichen kleinen Bären werden mit dem 1.14 Update hinzugefügt und wachsen dann nur im Tiger-Biom. Ein solcher Strauch hat insgesamt 4 Entwicklungs- bzw. Wachstumsphasen. Die erste Phase, oder auch Setzlingsphase könnte man sagen, ist logischerweise ein ganz frisch platzierter Bärenstrauch. Er ist sehr, sehr klein und mit keinerlei Dornen umsehen, wodurch der Spieler oder Kreaturen Schaden erleiden könnten. Allerdings ähnlich wie Seelensand oder Spinnennetze werden alle Minecraft-Mobs und NPCs durch diese Büsche verlangsamt. Die nächste Phase ist die sogenannte normale Phase in Anführungsstrichen. Der Strauch ist etwas größer als in der Setzlingsphase, jedoch weiterhin ohne Bären. Allerdings, Achtung Freunde, nun sind Dornen sichtbar und auch aktiv. Dies bedeutet, dass der Bärenstrauch nun jeder Kreatur oder jedem Spieler, der sich in ihm bewegt, Schaden zufügt. In der dritten Phase kommen die ersten kleinen Bären dazu. Nun kann der Spieler auch per Restklick oder mit R2 oder mit RT die Bären pflücken. In dieser Phase erhält er allerdings nur 1 bis 2 Bären. Sobald die Bären gepflückt sind, wandert der Strauch dann automatisch zurück in die zweite Phase. In der vierten und letzten Phase blüht der Süßbärenstrauch mit lauter Bären. Nun kann dieser insgesamt 2 bis 3 Bären abgeben. Anschließend wird dann der Strauch auch wieder zurück in die zweite Phase ohne Bären zurückversetzt. Abbauen kann man die Bärensträucher wie gesagt in Bärenform per Rechtsklick oder halt ganz einfach mit einer Spitzhacke, die die Verzauberung Behutsamkeit mit sich führt, als ganzer Bärenstrauch sozusagen. Das Essen dieser kleinen süßen Bären lohnt sich jetzt nicht unbedingt, da sie gerade einmal eine Hungerkeule regenerieren, doch ein weiteres Nutzen, was allerdings noch dazu kommt und auch noch nicht im Spiel ist, ist das Füttern der Füchse mit diesen süßen Bären. Also Füchse können mit süßen Bären gefüttert und gezähmt werden, ist aber wie gesagt noch nicht im Spiel drin. Naja, hat man dann einige Bären in seiner Hotbar, kann man mit diesen ganz einfach neue Büsche pflanzen. Dies funktioniert allgemein mit den Bären an sich, da diese Büsche jetzt keinen eigenen Setzling wie irgendwelche Bäume haben. An sich ist das Wachstum auch wirklich sehr schnell und mit fast identischer Geschwindigkeit wie das Bambus, jedoch beschleunigen kann man es natürlich immer noch mit dem guten alten Knochenmehl. Vielen von euch ist es sicher auch schon eingefallen, aber diese kleinen spitzen Dornen kann man natürlich auch klar zu seinem Vorteil nutzen, da jede Minecraft-Kreatur zum einen verlangsamt und zum anderen sogar Schaden erteilt bekommt, ist dies natürlich ein perfekter Abwehrmechanismus für euer Grundstück. Ebenso kann ich mir gut vorstellen, dass man damit auch die ein oder anderen Raids der Pillager stark beeinflussen könnte. Noch ein kleiner Funfact am Rande, wobei ich allerdings davon ausgehe, dass dies noch geändert wird. Die Bärensträucher vermindern komplett den Fallschaden. Egal von welcher Höhe man also fällt oder auf diese Büsche fällt, man erhält keinen Schaden. Außer man landet natürlich in einem Busch mit Dornen und bewegt sich. Der Fallschaden dagegen wird komplett verhindert. Nun Freunde, wie sieht's mit euch aus? Wie findet ihr diese coolen kleinen Bärensträucher in Minecraft? Eure Meinung gerne unten in die Kommentare schreiben. Sollte euch das Video gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben als Unterstützung freuen. Ebenso, um keine 1.14 Update Videos zu verpassen, kannst du sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Das war's auf jeden Fall von mir, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer GamingGuides.de und tschüss. I didn't pay my rent today. It's so strange. 'Cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up. Spend it all at the strip club. Oh, yeah. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different, people look at you the strangest. Wonder how they looked at Picasso when he painted. Probably how you...